Ach, Güte, wir müssen endlich renovieren. Komm, fang an. Ne, fang du an schon mal. Ich bin jetzt am Rauchen, ich bin noch beschäftigt. Guck mal hier, wie vergammelt das hier aussieht durch die Stühle. Ich möchte hier diese Platten neu haben. Ich möchte bitte diese Tapeten normalerweise neu haben. Aber dann überlege ich, Romantik, das Leben, das wir hier geführt haben, so eine Tapete geht nicht. Also kannst du die Tapete nicht abmachen. Aber dann überlege ich, 35 Jahre hat der Vater nie die Tapeten dran gelassen. Weil er immer frisch haben wollte, weißt du? Komm, ich zeige, wie das geht. Schlumpf. In. Die schönen Autos. Dahin. Alles erledigt, alles wie neu. Der bleiben. Wie neu. War die Tapete aber dünn. Oh, wie neu. Ja. War ziemlich hell, die Tapete mal früher. Komisch, ne? Mama mia, ich kann mich überhaupt nicht erinnern mehr dran. Oh, jetzt kommt es. 1980. Boah. Also war es, glaube ich, auch schon ein bisschen rundig. Oh, guck mal da, 80 war es auch noch, aber nicht so hell wie da. Du musst jetzt rechnen, das ist 74 aufgehangen. Das ist 1980 aufgehangen. Ich puste ein bisschen drauf, dann wird das auch dunkel, so und passiert so. Der Uwe wird sich ja ärgern nachher. Ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Du warst mit Fenster. Mit Fenster hat der Uwe sogar. Abba-du-da-du. Peter erweist sich als ein Mann der Tat. Nachdem er sich erst einmal aufgerafft hat, forciert er nun das Erneuerungsprojekt voller Elan. Aber ich schmeiß die Tapete ja nicht weg. Günther, weißt du, was ich mit der Tapete mache? Ich tue so eine Ecke, du hältst mir die Tür auf. Das ist unser Andenken. Kapiert der Manny das nicht? Das sind wir. Mein Kreuz, ich hab zu viel gemacht heute. Für einen Tag ist das schon zu viel. Das werde ich ganz schön sauber weglegen alles. Dieses Zimmer erinnert mich, wenn ich reingehe, direkt am Vater oder Mutter. Ich denke in jedem Moment, es kommt der Vater oder die Mutter ins Zimmer rein. Und ob das Gefühl wieder auftritt, ist fraglich. Die hat meinen Arbeitsraum, meinen Lebensraum einfach verändert, ohne zu denken. So, kommt kein Stückchen weg. Du machst sie auch ganz weit auf, damit du auch durchpasst, ne? Das ist richtig, das bringe ich erstmal weg. Ich schmeiß ja nichts davon weg, das ist ja Gold. Das können wir immer angucken. So, dass das wertvolle Gut nicht kaputt geht.